So, Freunde, da geht es auch schon für uns weiter, zurück bei Anatzen 100. Und ihr seht auch schon, unser Einfluss sinkt immer noch weiter ins Minus, soweit das finde ich jetzt nicht so theatralisch wichtig. Da wir eigentlich alle Gebäude, die wir schon mal bauen wollten, bezüglich Einfluss, bis auf den hier, soweit die auch schon gebaut haben. Also insofern, wenn da halt irgendwie ein bisschen Minus ist oder so, shit happens. Die Finanzen sehen ja eigentlich soweit noch gut aus, können natürlich noch ausgebaut werden, wie alles weitere auch. Das aber dann, wenn es soweit ist, denn Sie haben verstanden. Wir haben bis dahin noch ganz andere Dinge zu tun. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Genau. Ganz, ganz andere Dinge. So, jetzt sind wir ja... Moment. Ich habe in der letzten Folge noch ein Schiffchen hier zurückgeschickt. Wenn man noch irgendwie was holen kann. Jo. Ich werde da noch ein bisschen Holz auffüllen wieder. Warum eigentlich auch nicht? Die Dinge auch. Ja, komm. Kann machen. So, währenddessen bauen wir hier mal ganz kurz um. So, ich glaube, dann waren das hier alle, wa? Doch nicht, krass. Alter, reich genau. Wie krass das denn bitte? So, dann haben wir hier noch ein bisschen was gemacht. Sehr schön, sehr schön. Export, Import. Wie sieht es aktuell hier aus? Die Uhren haben wir gesagt, sollte den nächsten hier auch durch sein. Sehr gut. Forschungspunkte. Haben wir da gerade irgendwie was noch im Petto? Ja, da ist noch dran, okay. 45.000, leck mich am Arsch, ey. Und der Scheiß steigt immer noch. Ja, das macht Spaß, Freunde. Das macht Spaß. Moment. Ich hatte irgendwie gesehen, dass wir relativ wenig Fenster haben, aber ich glaube, ich habe die Produktion auch irgendwie eingestellt, oder? Waren wir jetzt... Hallo? Oh, Spiel! Bin ich wieder rausgeflogen hier aus dem Fenster oder was? Ah, was ist eine Scheiße. Moment, muss man ganz kurz tricksen. So, jetzt stimmt's wieder. Mann, manchmal reißt's mich da einfach raus. Keine Ahnung warum. So. Wir hatten hier die Manufaktur für den Cognac. Waren jetzt hier die Fensterfabriken, genau. So, Holz habe ich nicht mehr so viel auf Lager, Quarzen hingegen schon. Und Holz ist tatsächlich ein kleines Problem. Ich weiß ja gar nicht mehr warum. Halten Sie sich besser die Ohren zu. Holz von hier? Oder weniger Glühfäden? Ich kann mir irgendwie auch weniger vorstellen. Huch. Was ist hier oben los? Ganz ehrlich, ich würde den Platz hier oben lieber gerne gebrauchen für irgendwas. Insofern vor allem jetzt natürlich jetzt gerade alte Welt. Warte mal. Wir haben drei Stück hier für Güter. Das ist gerade einer, der momentan nur Kartoffeln und Schweine mitnimmt. Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Die Annahme hat etwas. Warte mal, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das wird soweit. Bin nach Gold an Bord? Okay, interessant. Das wird soweit ja auch passen. Warte mal, aber hier haben wir schon mal dreimal Schwein noch voll. Jetzt gehen gerade die Waren ein bisschen runter. Was soll eigentlich nur temporär der Fall sein? Können wir den Rest mal so belassen, wie es gerade ist. Dann könnte ich hier theoretisch entweder nochmal Schwein hinzufügen oder tatsächlich sagen, machen wir hier auch noch mit Holz. Dass ich die Holzproduktion auf die Insel verlagere. Das wäre eine Möglichkeit, Freunde.
Wenn ich da oben ein bisschen mehr Platz habe. Jetzt kommt der. Moment, ich suche ein anderes Schiffchen, Handelsroute. Eines Tages wird es so sein, ich werde die komplette Übersicht verlieren. Schweinewelttal. So, wahrscheinlich über Bord schmeißen. Damit ich noch ein bisschen Kontrolle hier habe, weil sonst sehe ich gar nichts mehr. So. Brauche ich hier eigentlich noch Gold? Da wäre die andere interessante Frage. Eigentlich schon, aber offenbar brauche ich nichts mehr. Was das Beste für unsere Sache ist. Schnauze. So, aber ich führte über länger hinweg, kürzer, länger, ist ja egal. Weil ich sowieso, geht unser neues Schiffchen, was gerade aktuell sowieso gar nichts macht, für den Schrank noch irgendwie verbrauchen müssen. Wo ist er überhaupt? Ja. Frachtschiff steht bereit. Ich bin zwar eigentlich aus anderen Gründen hergestellt, aber gut, wenn es nicht anders geht. Also braucht definitiv mehr Fenster. Der Rest kommt, dauert aber ein bisschen. Das ist jetzt so ein weiter Bild. Ne, da passt schon. So, und hier eben, Problem ist mit den Telefonen. Aber jetzt sind die hier auf dem Schirm schon drauf und noch nicht. Ne, eben, noch nicht gemacht, wa? Also gucken wir auch mal, was wir jetzt mal aktuell für viele Waren haben. Wenn man einen Schnaps nehme, bin ich natürlich am Arsch, da ist klar. Da kommt nichts dabei rum. Müssen, fürchte ich, schon eher die teuren Dinger sein. Irgendwie auch hier mit Zucker, weil ich auch nicht viel machen können. 4-2-1, Alter. Ist doch alles im Arsch. Ich kann ja Gas hergeben, genau. 2-1, okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Was, wenn ich zutiefst voreingenommen wäre? Das ist interessant. Die Aufzüge geben dann noch ein bisschen was her. Weiter hinab in die Tiefe. Eben, das ist ja momentan 1-1. Wir müssen schon irgendwie besser machen. Der ist aktuell noch 2-1. Ja, man könnte vielleicht mal die Dinger ein bisschen nach oben schrauben. Ich glaube, Freunde, es wird mal Zeit, dass wir die Dinger mal ein bisschen stärker forcieren, weil jetzt mache ich immer so ein bisschen was, so 35 hier, 50 da, da kommen sie nicht vorwärts, also ganz ehrlich. War was? Also. Also, da unten läuft es soweit. Sehr gut. Ja, trotzdem alle schon mal herstellen, wieder runterschieben, da ist auch kein Problem. Wo ich natürlich jetzt ein Problem habe, ist hier bezüglich der Handelskammer. Weil der Witz an der Sache war ja eigentlich, dass ich die Dinger gerne da unten auch haben würde. Wenn ich es verschieben würde, wobei die Frage ist, wohin. Ich habe den schon so zugepflastert mit allem möglichen, da wird ein bisschen schwierig. Irgendwo hier noch Holz machen und so eine Holzfällerhütte, aber was viel bringt. Na egal, komm. So ein bisschen Pillepalle mehr, das kann ich trotzdem mal bauen. Aber nur für ein bisschen Unterstützung. Kann ja nur temporär sein. So. Natürlich jetzt Problem habe ist, dass wir hier in der Nähe keine Dinger haben. Das Häuschen, Kabäuschen. Wir haben zwar die zwei, aber die würde ich lieber nicht dafür noch einsetzen. Die haben schon genug zu tun. Hier könnte man kommen. Fehlende Ausbaukosten. Ich
Wieso will er Gas fehlen überhaupt? Hä? Ah, Ziegel! Chef, wir haben kein Ziegel! Was sollen wir tun? Natürlich jetzt ein bisschen doof. So. Ne, da ist ja Strom. Das Strom, das Böse, was? Oh, okay. Ja, so sehe ich automatisch, dass hier noch einiges nicht stimmt. Nun, statt zu verhandeln, sie sind zu großzügig. So. Kann ich hier oben mit dem Holz noch ein bisschen helfen. Wenn es auf dieser Insel hier. Bei 7 Inseln musst du gehen. Hm, was für ein Scheiß. Ja, ich weiß aber schon mal optimiert vor einiger Zeit hier. Kann ich also schenken, das Ganze noch weiter auszubauen. Trotzdem mache ich einfach mal ein Häuser noch dazu. Auch wenn es nicht im Einflussbereich von dem hier ist. Aber scheiß drauf, komm. Wir brauchen das Holz, Freunde, wir brauchen es. Denn sonst sind wir am Arsch. Das heißt, ich werde jetzt mal temporär. Wo ist er? Hä? Oh, ich habe keinen Überblick mehr. Scheiße. Ah, wo ist er? Wo ist mein Überblick? Hä? Was scheiß Sägewerk hin? Bin ich jetzt blind? Wo ist der Quatsch? Das Holz ist da oben, das sehe ich auch. Wo ist das Ding? Das Spiel verarscht mich gerade. Und macht es ihm noch gut. Ach, hier natürlich da, wo man es überhaupt nicht sieht. Leck mich, ey. Ich werde einen Moment lang die Füße hochlegen. Jo, mach das. So. Stehen geblieben. Manufaktur Cognac. Was mit mal einen Haufen Arbeiter. Das andere, ob ich alles andere habe, ist eine andere Frage. Unsere Zufriedenheit liegt nur knapp über dem Median. Kunden. Kunden haben wir. Soll ich hier noch ein paar downgraden sollen, damit wir den Cognac herstellen können? Okay, wo sind Zitrusfrüchte hin? Haltet das Förderband an! Ja, Stahlgut sehen wir gerade momentan auch nichts mehr. Was aber auch an dem hier liegt, weil ich jetzt noch ein paar Fahrstühle produziere. Das sieht gut aus. Na gut, machen wir mal ein bisschen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. So, im Prinzip geht das Insellager bis 2000, aber so weit haben wir es doch nicht. Da haben wir uns auch ein bisschen übertrieben. Die eigentliche Frage bleibt, wieso ich so wenig Einwohner habe. Sollte eigentlich ja nicht sein. Da habe ich irgendwo was übersehen. Oder immer wieder mehr und mehr Investoren einziehen müssten. Nur die, durch die Hochhäuser. Jetzt haben wir da viele Bauern. Ein paar Upgrades, damit ich den Cognac-Betrieb anschmeißen kann. Ja, aber das ist halt notwendig, weil importieren kann das Zeug eh nicht. Also habe ich, was das betrifft, keine andere Wahl. So, nehmen wir das alles mal mit. Die Zeit soll schon wieder vorbei sein. 15 Minuten aber erst. Da geht noch.
die scheiß Glühfäden-Fabrik kostet mir natürlich auch ein Vermögen. Aber ich kann sie auch importieren. Ja, und ich würde, wir haben keine andere Wahl, Freunde, weil das wird sonst zu teuer. Nee, nee. Wenn den Quatsch künftig importieren, die Frage ist bloß durch was? Wir haben einiges im Petto, wir hätten Detta. Nee. Wir hätten Detta, wird es gleicher sein. Nur sogar schlimmer. Wir haben die Uhren, haben wir sowieso nicht viel. Ja, haben wir jetzt auf der Insel nicht so viele Waren. Nee. Zwei zu eins gefällt mir auch nicht. Man muss immer alles so teuer sein. Hätte ich irgendwas, was er dafür einsetzen kann, um mir etwas... die Phonographen. Okay. Jetzt auch mal Zeit, Freunde, wa? Was ich lange schon mal angetönt habe und was wohl nicht... ja komm, scheiß drauf. Weg mit den scheiß Telefonen. So, lassen wir mal hier ein bisschen stoppen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Arbeiter. Die abzugraden, brauche wieder mal ein paar Waren mehr und dann wieder die Arbeitskräfte. Das sind dann die. Auf einer zweiten Stufe auch nicht viel übernehmen kann. Nee, nee, das geht nicht. Ach, Schrott, hey, da fehlt dann was. Schrott, Schrott, Schrott. So, warte mal. Aber sieht doch mal ganz kurz anders. Ich stopp wieder mal die Produktion und schmeiß den wieder an. Fenster habe ich ja auch gestoppt, die werden wieder angestellt. Ja, Holz haben wir aktuell gerade ein bisschen weniger. Warte mal, wofür brauche ich jetzt eigentlich Holz schon wieder? Ah, die Kutschen. Die Kutschenwerkhallen, okay. Macht Sinn. Es juckte mir schon in den Fingern. Was dir nicht alles in den Fingern juckt? Warte mal. Ich habe echt ein Problem mit den Zitrusfrüchten hier, oder? Krass. Ach Menno, Leute. Warum denn die Scheiße? Die Leute wird sich lohnen, aber pff, ja, jetzt was gerade irgendwie erst gemacht habe, weiß ich nicht, hey. Messing komm, guter Messing. Alter! Kann wohl nicht wahr sein. Dynamit dagegen einsetzen. Hm. Ich wollte das Teil eh ein bisschen optimieren und verschieben, hast du gesehen? Warte mal, der ist für ein Ding, dann haben wir den da. Talg haben wir genug, Salpeter wieder irgendwie zu wenig. Oh Mann, Freunde, ich hab's nicht mehr im Griff. Ich hab's nicht mehr im Griff. Gut, jetzt ist es ein bisschen schwierig, Ziegel dafür einzusetzen. Schmeißen wir also weg. Vielleicht mal ein Versuch wert, ich weiß es nicht. Alles andere kann ich eh vergessen, oder? Zement zum Beispiel. Ja, ja, komm, 13 zu 1, für den Marsch. Also geht nicht, weil ich importiere. Schon.
Unsere Leute würde eigentlich sehr gut funktionieren. Ich weiß, du hilfst der guten Sache. Aber ich importiere sie hier nicht, da dürfen wir nicht vergessen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Ja, das finde ich eben auch. Scheiß drauf. Bin ja zu früh dafür, Freunde. Bevor mir endgültig alles um die Ohren fliegt. Tag haben wir genug, Seife dafür wieder zu wenig. Es ist einfach so. Oh. So, jetzt kommt mal ein bisschen Holz rein. Kurzen Chiffren. Nur mal ganz kurz gucken, wo jetzt die anderen sind. Handelsflotte. Ist der das, der jetzt hier noch ein bisschen Ding holen soll? Ich habe es tatsächlich komplett nicht mehr im Griff, muss ich jetzt mal sagen. Weil ich hier, so wie es aussieht, genug habe. Der verbraucht so groß, ich halt einfach mehr brauche. Kann du raus sein. Frachtschiff steht bereit. So, was importiert der Schönes? Kaffee und ein Kaugummi. Ja, macht er nicht. Ah, wir können zweimal Kaugummi importieren. Die Menschen lassen sie hochleben. Kaffee brauche ich noch, wobei der auf längere Sicht eigentlich auch rausfliegen sollte. Ich glaube, ich versuch's mal. Haben wir es mit Zitrusfrüchten? Wenn hier nachher das Lager leer ist, spielt er gar keine Rolle. Also. Den kann ich glaube temporär auch noch rausschmeißen. So. Dann soll es auch einigermaßen passen. Also, dann haben wir das, wir haben das, wir haben das. Jetzt brauche ich ja immer noch ein bisschen mehr Arbeiter. Zuerst mal die vier wieder hoch. Dann. Die noch hoch und ihr geht wieder runter. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Hat 13 Holzblätter verfügbar, sehr schön. Plötzlich geht's wieder. Also meinen Dritten noch an. Okay, werden wir da warten müssen. Kann ich hier nochmal gucken mit dem Exit-Import. Also, das Ding ist ja klar. Plötzlich, zack, oben, Taschenuhr und Güterklasse, episch. Da müssen jetzt einiges einbringen. Guck mal hier auf die Waren. Weil ich wollte eigentlich immer noch so um die 150 herum haben. Hä? Hallo? Wir können hier die Werte anpassen. Hä? Hier geht's? Hier geht's irgendwie auch. Alter, die scheiß Monographen, ey. Ja gut, dafür geht's gleich auf die nächste Güterklasse. Sind wohl auch nicht so schlecht. Die Frage, was ist, wenn ich jetzt die beiden mal miteinander tausche? Und die Taschenuhren. Okay, die werden aktuell wären es 1 zu 1. Also mehr oder weniger zumindest.
Ja, natürlich, bis ich die nächste Stufe habe, dauert es ein bisschen, aber wenn ich die Taschenuhren hier belasse, gehe ich doch auch mehr auf die Phonographen. Ne, bin ein bisschen unsicher. Glaube schon, war. Da waren 250 hier. Mann, es geht ja schon wieder nicht. Was ist denn hier los, Freunde? Irgendwie ein bisschen buggy hier oder was? Ja, der hier oben ist buggy. Der ist gerade ein bisschen buggy. Du, 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 du. Hm. So klicken geht so, aber sonst drauf klicken geht gerade nicht. Hä? Man will doch nur. Ah, was ist das für ein Scheiß, Freunde? Diese Stadt zieht. Ne, irgendwie geht's nicht. Da ist doch ein bisschen kacke, ist das. So, 31, 103, natürlich summiert sich alles, das ist klar. Das soll ja auch ein bisschen so sein, wobei Atomfall wird sowieso nicht so viel brauchen. Damit ich halt möglichst schnell da wieder hochkomme, muss ich aber nachher haben. So, dann gab hier unten kann ich mal auf die Waren zurückgreifen. Ich nehme endlich auch mal ein bisschen in die Vollen. Jetzt auch mal die hier unten. Ja, ja, okay, dann müsste es aneinander funktionieren. Der ist ja auch schon relativ hoch hier, okay. Dann haben wir hier in der Taschenuhren. Natürlich die Frage, wie schnell der hier ist. Den Produzieren der Uhren, also wie schnell er nachkommt und vor allem natürlich auch, wie sich das mit dem Telefon verträgt. Habe ich gar nicht hier drin. Telefone. Was? Ah, doch hier. Also, Telefon müssen auch relativ schnell full kriegen, ich glaube nicht, dass wir da so viel brauchen aktuell. Oder verbrauchen, besser gesagt. Schmuck wäre natürlich eine Variante, aber ich glaube, momentan kriege ich ein bisschen zu wenig Schmuck rein. Jeder kann die Güterklasse drauf. Nee, also Taschenuhren sind momentan gut. Eben auch, weil es Güterklasse episch ist und ich momentan nur wieder Telefone einsetze. Ziel ist es, das längerfristig die Phonographen zu ersetzen, weil ich ein bisschen hoffe, dass es dann mehr einbringt. Also sprich, ein besseres Verhältnis mit sich bringt, so gesehen. Und ja, da heißt hier, wäre es, glaube ich, soweit mal ganz cool. Alles andere. Vielleicht mehr hochrennen so zu importieren, kann sich alles noch angucken. Ja, ich meine, das hier oben sind im Prinzip ein bisschen Peanuts. Gut, Kaffee nicht unbedingt, aber der Rest eigentlich schon. Jeder Stiefel kann sich auch darüber streiten. Ein bisschen mit Maßenzügen zu hantieren, aber okay. Vor allem auch, was die Produktion betrifft, weil Hochräder sind halt schon tolle Produktion. Ja, das sägt halt ein bisschen weniger. Und hier bei Telefonen sieht es eigentlich relativ ähnlich aus. Ich glaube, ich schalte es noch ein bisschen runter, weil 150 kaum müssen erreichen. So, also.
Glühbirne müssen hoch, von der Grafen müssen hoch. Bessere Stufen und dann mal gucken, wie es da unten so weitergeht, Freunde. Soweit zu dem Plan. Dann hier oben. Wird man uns loben. Brauchen wir mal den Cognac. Auch Trauben ist kein Problem. Kirschholz sind wir jetzt dabei. Zucker kann ein Problem werden. Wir werden sehen. Ich glaube, vom Verhältnis war es doch irgendwie, dass ich gar nicht so viel brauche. Ja, das hat schon wieder eins. Also zwei Weinberge für einmal Cognac. Dafür zwei Cognac für eine Baumschule. Ob das wirklich so funktioniert, wissen die Götter. Das Leben eines Bauern mag bescheiden sein. Gleich beim Zucker, okay. So, genau. Kirschholz. Mhm. Dann wollte ich eigentlich noch eine zweite bauen. Das machen wir aber auch noch ein anderes Mal. Nächste Folge werden wir dann erstmal die Dinger hier nach unten schieben. Die wollte ich irgendwo, ich glaube, ich schiebe sie hier unten hin, komm. Dann habe ich hier noch Platz für weitere Kirschbaum, Holz, Hölzer, Dingsbums. Whatever. Und dann geht es ja ein bisschen darum, den Rest wieder ein bisschen anzukurbeln. War zum Beispiel hier. Vom Lager geht nicht mal mehr zu. Wir haben so viel Talg, okay, gut. Wurst geht momentan so. Ich glaube, Schweine müssen wir auch relativ gut haben. Aber wir haben nicht mehr so viel Seife. Da muss ich doch gucken, was ich jetzt da noch machen muss. Vielleicht mal temporär den mal aktivieren. Und da rein, damit ich das nächste Mal auch weiß, dass ich dann noch was machen muss. Ansonsten so Schweineproduktion mäßig. Wie sieht es denn da aus? Ich meine, wir haben genug Wurst. Seife geht runter, also war zu erwarten. Talg brauchen wir nicht direkt, okay. Dann passt das ja auch so weit. Fürs Erste vor allem. Ein paar gehen runter, das war zu erwarten. Vor allem die Phonographen und so. Also wenn wir mal gucken, ob man die überhaupt wirklich geben soll. Ah, aber schon deaktiviert, okay, gut. Ja, mein Gibt ist Kohle rein. Ist natürlich auch cool, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Aber auch hier, das wäre Taschenhund und so bei ihnen auch sperre. Andererseits, warum bei denen sperren, warum nicht hier? Zufriedenheit und Bestürzung. Wenigstens steht der Wolkenkratzer noch. Schmuck wird denen eigentlich noch viel Kohle einbringen. Ich brauche es momentan nicht großartig beim Verbrauch, das heißt, so sprechen Sie, können es mal versuchen. So tief sind Sie gesunken. Ja, ja. So tief und noch viel tiefer. Ah, heute keine Abhandlungen. Lassen wir sie bis morgen holen. Gut, die brauchen auch Aufwand und Graben. Na, die Dinger hier kann ich eigentlich, oder könnte ich theoretisch auch schenken wegen den Forschungspunkten, weil wir haben sowieso schon so viel. Bald nochmal 1000 noch mehr, also da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viel. Aber ich werde einen Funkturm noch bauen, sprich die 7000 Gelehrten muss ich irgendwie irgendwann noch erreichen. Das wird auch lustig. Ich will noch ein bisschen was einbringen. Aber ja, Freunde. Jetzt erstmal mit dem Cognac gucken. Da unten habe ich jetzt die Dingstadt hier, speicherstand ein bisschen optimiert. Hier muss ich noch gucken, was ich noch machen kann. Aber mit dem Kautschuk, weil es ein bisschen unpraktisch hier mit der Wurst. Die sagen mit der Wurst quasi. Dass ich vielleicht doch eher irgendwie das Ding nehme. Ja, komm. Weil nachher müsste er bald auf Stufe 3 sein. Dann kann ich ihn da auch hochschicken. Weil der braucht noch ein bisschen. Den Sekt habe ich zwar auch drin, aber ich glaube, ich schmeiße lieber den wieder rein. Und auch bald auf Stufe 3 ist. Und dann, ja, müssen wir halt schauen, wa? Wie das so weitergeht hier. Verbrauch, Nichtverbrauch, Import, Export, hast du nicht gesehen, Kautschuk. Und vor allem jetzt mit weniger Glühfäden. Also, dass wir Glühfäden halt wirklich importieren, am besten halt, indem wir den Quatsch selber herstellen. Was wir eigentlich sowieso gerade machen, aber noch nicht in dem Ausmaße. Und nachher wirklich Phonographen selber herstellen, die dafür eintauschen. Und dafür haben wir momentan auch die Kutschendinger, die hier selber herstellen, Kutschenwerkhalle. Und natürlich auch wesentlich mehr Dampfwägen dann aus den importierten Glühfäden. Wiederum die Dampfwägen dann sonst für Exporten zu verbrauchen. Das ist der Plan. Ob der so aufgeht, ich habe keinen Schimmer. Aber ich hoffe es. Und danach, wenn das mal so weit alles läuft, dann mit dem Cognac und so,
dass ich dann mal der alten Welt Bye-Bye sage und mich zurück nach dem Besen begebe, weil ich brauche da ein bisschen Abstand, ich muss wieder zurück zu meinen Wurzeln. Nee, aber wieder mal ein bisschen einfache Kost, vor allem bis zum nächsten DLC, die kommen ja auch schon bald. Und eigentlich wollte ich vor den DLCs vom vierten Season Pass noch ein bisschen Pause machen. Weil der Season Pass geht in eine neue Welt und ja, ein bisschen Pause ist ja irgendwie auch mal ein bisschen nötig. Hallo? Ja. Da klang ganz so, als wenn die irgendwie die Flaschen vollpissen oder was. Premium-Cognac. Bio-Produkt. Alter. Okay, Freunde. Genug eklige Sachen gesagt. Ich sage an der Stelle trotz allem vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Anarzen 100. Mal gucken, was ich noch alles optimiert kriege in dieser Folge. Und was. Alter, das ist echt, als wäre es gerade auf dem Klo. Und was der Cognac noch so bringt. Ich muss wohl daran denken, dass ich überhaupt noch die Waren transportiere. Nicht vergessen, Freunde. Nicht nur herstellen, sondern auch transportieren. Ganz, ganz wichtig. Bis nächstes Mal. Bye, bye.